Moin Eschede, der Baufrühling kommt, wie hier am Eschennest Erweiterungsbau. Ab Montag sollen die Fertigteilmodule aus Holz wie Legosteine zusammengesteckt werden, vor den leuchtenden Kinderaugen. Und so soll die neue Kita demnächst aussehen. Holz, Holz, überall Holz. Das waren die ersten Eindrücke von Junglehrer Bischof bei seinem Antrittsbesuch 1906 in Eschede. Daran hat sich wenig geändert. Kein Wunder, zwei Drittel unserer Gemeindefläche ist seit den großen Heideaufforstungen nach 1850 bewaldet. Hinter dem Bahnhof sah es jahrzehntelang so aus. Eine Grubenholz-Drehscheibe fürs Ruhrgebiet bis zur Rebberlaer Straße. Dicht am Bahnhof lag auch die Werkstatt von Holzpantoffelmacher Niemann. Ein gefragtes Produkt, bevor Gummistiefel auf den Markt kamen. Trotz Klimakrise überlebt hat Holz als Brennstoff. Hochkonjunktur nach Putins Angriffskrieg auch für eine Handvoll professioneller Kaminholzhändler rings um Eschede. Wir haben ihn mal über die Schulter geschaut. Ich um mein Holz. Okay, der Song beginnt und er bekommt ein Thema. Ich um mein Holz. Und das Thema heute, es heißt Holz. Hier raucht der Schornstein im wahrsten Sinne des Wortes. Holz ist gefragt jetzt. Was habt ihr im Moment hier, was verarbeitet ihr im Moment? Also gerade haben wir Buchen- und Ehrenholz hier vorrätig. Am Standort in Brücke haben wir auch noch ein bisschen mehr Ehrenholz und Thai-Kiefer. Ja, zwei Wagen, drei Wagen stehen gerade an der Trocknung. Das kommt dann in den nächsten paar Wochen denn hierher, frisch getrocknet. Und gerade sind wir dann am Nachproduzieren. Was produziert ihr hauptsächlich? Was ist am meisten gefragt? Am meisten gefragt ist Birke, aber das ist auf dem Markt sehr schwer zu kriegen im Moment. Deswegen haben wir jetzt Buchenholz ausprobiert, davon kriegen wir noch 200 weiter. Das ist qualitativ mit das Beste, was wir so haben. Und Ehrenholz haben wir sehr viel gekriegt. Von der Birke, also eigentlich ähnlich wie die Birke. Das Ehrenholz ist was ganz Besonderes. Ich habe es auf einer Kleinanzeige gelesen. Laktosefrei, kann Spuren von Nüssen enthalten. Ja, kleiner, das musst du erklären. Kleiner Scherz am Rande. Also heutzutage muss man ja fast alles überall draufschreiben. Und nicht, dass hinterher irgendwelche Klagen kommen. Da haben wir gedacht, wir machen das vorher gleich klar. Ja. Nicht, dass da irgendwie was passiert. Sag mal was zu den Preisen. Ja, von bis. Also Kiefer liegt bei 80 Euro. Bei Buche sind wir bei 140 Euro. Und Erle, Eiche, Birke, was man sonst noch so kriegen kann, ist alles irgendwie so dazwischen von 120 bis 110 Euro bis 100 Euro. Ist das dann schon getrocknet? Getrocknet, fertig, oben fertig, kann man direkt, wenn es kommt, in den Ofen stecken. Ja, genau. Ja. Nachfrage riesig groß. Ja, genau. Da kann man sich quasi, also wir können gar nicht so schnell nachproduzieren, wie wir verkaufen könnten. Da muss man manchmal schon sagen, ja, nee, können wir nicht mehr, geht nicht mehr. Ist das jeweils Wochenendarbeit oder seid ihr jeden Tag hier zugange? Nee, das machen wir nur am Wochenende und nach Feierabend. Ihr kommt nicht hinterher? Nee, das ist nicht zu schaffen. Eigentlich, also man müsste sich viel mehr Zeit dafür nehmen, aber wir sind ja bald noch in der Ausbildung, da ist das halt einfach auch nicht möglich gerade. Aber da ist in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch viel Potenzial. Ihr seid Jungunternehmer, sagt mal euer Alter. Ja, ich bin 19 Jahre alt und... Genau, ich bin jetzt letzten Monat 19 Jahre alt geworden, also... Start-up-Unternehmen. Ja, könnte man so sagen. Genau, richtig. Ja. Ja, hallo, moin Eschede. Ich unterstütze hier die jungen Holzmacher ein bisschen mit meiner Maschine. Und ja, Finn hat ja eine eigene Maschine bestellt und bis das soweit ist, helfe ich ihm dann ab und zu mal. Und das muss ja irgendwie weitergehen. Und alle wollen was zu heizen haben. Und von daher wollen wir Putin ein bisschen strikt durch die Rechnung machen. Du kannst dir einstellen von bis, wie lang sind die Scheite? Von 30 bis 60 cm können wir hier einstellen. Und hier machen wir jetzt das Kurze, ne, für die Kachelofen- oder Kaminofenbetreiber. Zu Hause mache ich längere. Das ist ganz unterschiedlich. Die Maschine sehe ich, gespaltet. Ganz genau, ja, richtig. Und wie dick darf das Holz sein? Da gehen so knapp 40 cm durch. Wenn sie gerade sind. Wenn es krumm ist, muss man ein bisschen gucken. Ne? Das ist, Holz ist ja ein Naturprodukt, da muss man ein bisschen mehr fummeln. Aber alles besser als mit der Hand. Ne? Ich um mein Holz, ich um mein Holz. Hoffen Holz. Wie lange kann ich damit heizen? Ja, das kommt drauf an, ob man nur mit Holz heizt oder halt Heizung mit zuschaltet.
und wie groß der Haushalt ist, ne? Ganz klar. Was ist das für Holz? Das ist jetzt Laubholz, ist Eiche, Buche und Birke. Das hat natürlich einen weitaus höheren Brennwert wie jetzt Nadelholz, wie Kiefer, wie Glas hier. Ist relativ frisch, aber Zauber in einer Woche ist trocken. Wie kommt's? Ja, besteht die Möglichkeit, in der Biogasanlage zu trocknen. Das ist ja die Restwärme, die übrig bleibt von den Biogasanlagen. Da sind bestimmte Anhänger für. Kann man reinfüllen, anschließen und die Restwärme, die ja eh nicht gebraucht wird, geht dann in die Anhänger und somit hat man dann nach einer Woche halt trockenes Holz. Ukraine-Krieg, Holz ist gefragt, wie selten zuvor. Wie hat sich der Preis entwickelt? Oh, der ist fast um 50% gestiegen seit letztem Jahr. Mangel natürlich auch da gewesen. Musste viel vom Sturm auch nachgeholt werden, aufgearbeitet werden. Und ja, und jetzt natürlich auch die Strompreise, wollen viele auf Holz zurückgreifen, um natürlich auch unabhängig zu bleiben. Wer sind Ihre Käufer? Hauptsächlich private Kunden. Private Haushalte, die Kaminofen haben. Einige möchten natürlich nur das Schöne haben, die Wärme, weil das einfach gemütlicher im Winter wird. Andere heizen wirklich hauptsächlich damit, auch gerade. Sind im Moment gut im Geschäft? Ja. Also wir kommen schwer hinterher. Ja. Also das ist mittlerweile schon Vollzeit. Geht das Holz im Ofen aus, helfen wir mit Neuem aus. Nicht um mein Holz, nicht um mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Nicht um mein Holz, nicht um mein Holz. Ich um mein Holz, mein Holz. Ich um mein Holz, ich um mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Ich um mein Holz. Epizentrum der lokalen Brennholzszene ist Scharnhorst und hier vor allem der Hof von Dennis und Helmut Janke in der Bendlo. Denke dran, schaff Vorrat an. Klimafolgen setzen unsere Wälder gewaltig unter Stress, vor allem Nadelbaum-Monokulturen. Borkenkäfer und Orkane schlagen breite Schneisen, Platz für neue Mischwälder. Die SVO hilft mit, wie hier in Eschede hinterm Dornbusch zwischen Hermannsburger und Reberlacher Straße. Unser Bürgerbus fährt nach der Corona-Durststrecke längst wieder im ruhigen Fahrwasser. Jetzt gab's für 17 langjährige Teamplayer die goldene Ehrenamtskarte des Landes Niedersachsen. Die Ehrenamtskarte herausgebracht. Sie wird für herausragendes Engagement vergeben und das ist bei euch auf alle Fälle äußerst zutreffend. Seit fast 10 Jahren gibt es ja den Bürgerbus und ihr sorgt dafür, dass die Bürger von A nach B kommen und halt eben auch sicher ankommen. Hinzu kommt, dass ihr das mit so viel Freude macht und auch diesen ganzen geselligen Momente gemeinsam genießt. Ein ganz tolles Betriebsklima habt ihr da in unserem ganz eigenen ÖPNV hier in dieser Gemeinde. Ganz toll. Ihr sorgt dafür, dass sich die Räder drehen und das schon seit fast 10 Jahren. Ich freue mich heute, die Ehrenamtskarte euch überreichen zu können. Ich wünsche euch da viel Freude mit, dass ihr an diesen Vergünstigungen sind es ja erstmal auch Freude habt, dass ihr schöne Momente damit genießt und einfach auch gewisse Anregungen seht. Es sind 21 Vergünstigungen hier im Landkreis, die ihr in Anspruch nehmen könnt. Das ist im Hallenbad baden für einen verringerten Eintritt. Das ist auch Kaffee trinken in Celle. Es gibt da ganz unterschiedliche Dinge. Als Gemeinde danken wir euch ganz herzlich für euer Engagement und wünschen euch weiterhin viel Erfolg mit dem Bürgerbus, dass das weiterhin so reibungslos, unfallfrei funktioniert und weiterhin viel Freude.